Ich bin Christoph, einer der Gründer des Beta-Hauses und ich bin der Visionär und Außenminister. Ursprünglich war das wirklich so, wir wollten ein Büro gründen und haben gemerkt, dass es jetzt nicht sein kann, dass wir uns 20 Quadratmeter mieten und dann uns zu zweit jeden Tag blöde anstarren. Ja, wir wollten eigentlich so wie in der Uni in losen, offenen Gruppen arbeiten und vielleicht auch mal einen Kaffee zwischendurch trinken gehen, nicht jeden Tag dorthin gehen, sondern so ein Open Space, eine Plattform quasi. Es gibt eine internationale Coworking Community. Es gibt Coworking Spaces auf der ganzen Welt und wir sind halt der Ort, der in Berlin hervorsticht oder wo man weiß, da kann ich hin. Die meisten Leute oder alle kommen durch Mundpropaganda. Das hat angefangen bei uns 6, die Freunden Bescheid gesagt haben. Dann waren wir 20, dann waren wir 30, 60 und jetzt sind wir 100. Das ist das Beta-Haus. Da oben fehlt was, wie ihr seht. Das Beta-Schild fehlt da nämlich. Das ist uns letztens wieder abgefallen, kommt aber wieder dran. Da gibt es so, wie soll ich sagen, so Klebestreifen. Da gibt es so Office 1, Office 2, Dialog 1. Dialog sind unsere Meetingräume. Das sind hier Schließfächer. Da kann man seinen Laptop einschließen, wenn man ihn nicht mit nach Hause mitnehmen möchte. So, hier, wir haben immer Ausstellungen hier. Gerade haben wir die Bilder von Jan Paulski. Das wechselt monatlich. Ne? Das ist auch interessant. Also wir versuchen eigentlich Leute, die bei uns arbeiten, auch irgendwie hier zu repräsentieren. Das ist so das Konzept. Hier gibt es den besten Kaffee auf der Prinzessinstraße 19 bis 20, under construction. Hier werden noch, hier kommt eine Holzhütte rein, hier kommt eine grüne Wand rein, da bauen wir gerade noch. Das ist sozusagen hier die noch nicht in Benutzung und ist für die Leute, die einfach nur tagsüber reinkommen und einen Schreibtisch brauchen. Das hier ist die Outbox, da kann man jeder User seinen Post reinwerfen, wird weggebracht. Das hier ist der Meetingraum. Wenn wir mal hier so kurz... Hallo? Mein Name ist Jonas Liebmann und ich mache hier iVersity, eine Plattform für Forschung und Lehre. Die Atmosphäre ist extrem angenehm, weil ich glaube, dass hier alle Leute einen relativ ähnlichen sozusagen Status haben, weil das sind alles noch keine sozusagen gesetzten, langjährigen Unternehmer oder Freiberufler oder Freiberufler, bestimmt schon einige, die seit langem dabei sind, aber irgendwie sozusagen schon in so einer Art Schwebezustand. Also weil sonst früher oder später, glaube ich, wird man vielleicht doch in einem eigenen Büro unterkommen. Und hier hat das sozusagen so was Temporäres. Also man kann hier ganz schnell dazukommen, sofort sich an den Schreibtisch setzen, anfangen zu arbeiten. Und die Laufzeiten sind eben auch relativ kurz. Man kann nächsten Monat auch wieder gehen. Klar, es ist manchmal ist es sozusagen schön, was Abgeschlossenes zu haben. Aber das ist momentan für uns jetzt zum Beispiel nicht wirklich so nötig. Also A, habe ich gemerkt, es kann auch nervig sein, in einem geschlossenen Raum mit 3 Leuten zu sitzen und 2 davon unterhalten sich, ist zum Teil anstrengender, als in einem großen Raum zu sein, wo 5 Leute irgendwie telefonieren, also wo dann so eine Art Klangteppich entsteht. Das kann man irgendwie besser irgendwann vergessen, wenn man in einem kleinen Raum sitzt und 2 unterhalten sich, dann hört man jedes Wort. Das ist eigentlich sozusagen gar kein Nachteil. Und ja, dafür ist der Raum einfach größer, man hat ein bisschen mehr quasi Luft und ist natürlich jetzt für uns auch günstiger. Insofern ist das für uns eigentlich die ideale Lösung, weil wenn ich jetzt ein Büro für 8 Leute, könnte ich momentan gar nicht finanzieren.